Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Es steht da jetzt wieder Sawin vor der Tür heute und am 31. ist dann endlich wieder Sawin. Ist für mich das wichtigste, oberste der Hexenfeste, den Ahnen Kontakt aufnehmen kann, ihm zeigen kann, ich denke an euch und so weiter. Ich möchte mich vor allem so setze ich sie in Verbindung, es ist ja Hexenneujahr und so, mich von alten Sachen, also jetzt nicht Sachen auch im Sinne von Gegenständen, sondern auch von, wie soll ich es bezeichnen, Gefühlen, Momenten, Situationen und so, Erinnerungen, bitte, trennen. Ich finde, gute Vorsätze sollte man sich nicht nur zu Neujahr, was es bei uns hier, sag ich mal, zweimal gibt, machen, sondern gute Vorsätze sollte man sich immer wieder stecken, wenn man mal wieder guckt, wie verläuft mein Leben, was mache ich und so weiter. Ich werde als Hauptthema haben, mich verabschieden, trennen, mit Sachen abschließen, sagen wir es mal so. Das ist treffender, mit Sachen abschließen, verschiedene Sachen beenden, die ich so dauernd mit mir rumziehe und schleppe und ja, es ist ja nicht so gut. Also ich freue mich schon sehr drauf. Hier habe ich mich auf die Energie für den magischen Kreis konzentriert und den magischen Kreis mit meinem Stab gezeichnet. Und auch das Pentagramm in alle vier Himmelsrichtungen gezeichnet. Ja, die Räucherung war direkt aus dem Buch. Weihrauch habe ich natürlich auch kleiner gemacht, waren größere Stücke. Und dann habe ich die ganzen Zutaten zusammengemischt und später dann die Kohle angezündet und die Räucherung natürlich draufgegeben. Ein Bild von meiner Mutter stelle ich auf meinen Altar hier zum Fest und bereite mich darauf vor, Kontakt aufzunehmen. Dazu habe ich meine sogenannten Geisterwürfel benutzt. Das sind Würfel mit Buchstaben. Ich habe hier jetzt meinen Antopf gemacht. Ich habe Moos hineingelegt, was uns als Natur verbindet. Ich habe dann von meinem Opa eine Uhr hinein, von meiner Mutter diesen Schlüsselanhänger und meine Oma hatte so ein kleines Schweinchen mit einem Glückspfennig und dann habe ich noch einen Bergkristall hineingetan, der das dann verstärkt, die Verbindung, und das Ganze habe ich durchs Feuer gegeben, weil mein Element Feuer ist und somit kann ich dann immer wieder besseren Kontakt mit meinen Ahnen aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.